banyak sekali barang dari Indonesia di sini. Dari Bali juga ada, dari Toraja juga ada. Wie leben die überhaupt? Leben die noch indigen? Wir stehen natürlich in vielen Punkten vor der Herausforderung, dass wir historische Objekte, wie gesagt, häufig aus dem ländlichen Raum auch in der Sammlung haben, wo man Wege finden muss, dann aufzuzeigen, okay, diese Sachen sind jetzt 100 Jahre alt beispielsweise und kommen aus dem ländlichen Sulawesi. Wie ist die Situation heute und welche Rolle spielen aber inzwischen auch Städte beispielsweise für diesen Raum? Yang sangat menyenangkan bagiku, aku bisa belajar banyak hal tentang Indonesia yang sebelumnya aku tidak tahu, meskipun aku sekarang sedang berada di Jerman. Als es um die Bestattung ging, fand ich sehr, sehr krass. Und ich konnte erst damit nichts anfangen. Also was soll jetzt so ein Stier da, was soll damit zu tun haben? Und es ist eben sehr cool, darüber zu lernen. Tapi aku merasa pasti orang yang tidak pernah ke Indonesia dan tidak tahu apa ada negara misalkan seperti Indonesia datang ke sini dan belajar tentang Indonesia, mungkin yang aku bisa pikirkan mereka mendapatkan gambaran bahwa Indonesia masih tradisional. Ganz spannend finde ich die Verbindung von traditionellem, was ja sehr gut dargestellt wird, und so die Verbindung, die dann zum Jetzt, zu unserer jetzigen Zeit gezogen werden. Justru yang lebih menarik itu hal-hal yang di luar Indonesia, banyak hal dari Afrika juga yang menurut gue sangat-sangat menarik. Sehr vielfältig und spricht von jeder Kultur irgendwie verschiedene Themen an. Ich denke, ethnologische Museen können in dieser Debatte, die ja seit 3 Jahren auch verstärkt in Deutschland geführt wird, eine ganz gute Stellvertreterrolle einnehmen. Also, dass man im Prinzip erstmal die große Kolonialismus- und Dekolonisierungsdebatte an diesem konkreten Beispiel des Museums führt. Und sie von dort aus aber auch natürlich sehr viel weiter in andere gesellschaftliche und politische Kontexte führt. Yang menurutku keren tentang museum ini, mereka tidak menutup-nutupi itu dan mereka mengkonfrontasi itu dengan kenyataan. Aber ich glaube, für Leute, die nur durchgehen und nicht so ein Gespräch haben mit Leuten, die eben sich auskennen mit der Kuratorin, die sie wirklich tagtäglich damit beschäftigt, ist es schwierig, denke ich, diesen Fakt so zu sehen und es genau zu wissen, was eben von heute ist und was traditionell vor allem benutzt wurde.